Idiot! Der Drache spuckt den Mund immer wieder aus! Auch wenn es sinnlos ist, möchte ich noch einmal betonen, es gibt keinen Drachen. Warum bezahle ich dann jährlich 800 Dollar Drachenversicherung? Ich weise nochmal darauf hin, dass das Geld besser in einer Kfz-Versicherung angelegt wäre. Jeder weiß, dass Drachen keine Autos angreifen. Gott, das steht in jedem Buch.